Maxi, ich habe heute zwei Fragen bei YouTube bekommen. Und zwar, wie man bei Google AdWords einerseits Zielgruppen beobachtet, aber auch, warum ich das Plus immer so einstelle. Und das möchte ich heute hier ganz kurz am Computer zeigen. Ich mache mir heute keinen Screencast, weil ich möchte heute nichts schneiden bei 36 Grad. Ich habe hier mal so einen Demo-Account von uns. Wenn ich jetzt hier irgendeine Suchnetzwerkkampagne habe, wie zum Beispiel hier, nehmen wir mal SEO-Demo, das ist eine neue Kampagne. Hier haben wir Keywords drin. Die Kampagne, die habe ich extra zum Test jetzt mal angelegt, als Suchnetzwerkkampagne. Klicks für SEO können wir sowieso immer gebrauchen. Da seht ihr mal, was so die Klickkosten sind in dem Bereich. Da ist man locker bei 7, 8 Euro. Also organisch Videos machen lohnt sich natürlich auch für uns. So, jetzt kommen wir mal zum Punkt hier. Und zwar Zielgruppen kann ich hier hinzufügen. Und dann nicht nur zur Ausrichtung, das wäre dann sozusagen eine Schnittmenge. Ja, das kann ich eigentlich gleich mal im Whiteboard erklären, das mit der Schnittmenge. Oder ich nehme sie nur zur Ausrichtung. Dann würde ich sozusagen, dann könnte ich eigentlich alle oder mehrere hier hinzufügen. Zum Beispiel könnte ich jetzt, wenn ich gucken möchte, woher kommen die meisten Leute, für welche Geschäftsdienstleistungen zum Beispiel interessieren die sich? Und dann kann ich zum Beispiel Gebote erhöhen, dementsprechend wie dann meine Ausrichtung ist. Also ich kann sozusagen dann die, wo ich sehe, da kommen mehr Leute, die sind wertvoller, die bringen mehr Conversions. Da kann ich dann sozusagen meine Gebote erhöhen später. Jetzt sind sie nur zur Beobachtung hier drin, ja. Hier sehe ich, jetzt ist es Ausrichtung, ja. Muss ich natürlich wieder bearbeiten und könnte jetzt hier die Gebotsanpassung ändern. Und wenn ich hier mal so einen Fehler habe und hier steht Ausrichtung, dann müsste ich sie natürlich, ich kann das jetzt so nicht ändern, ich muss wieder löschen. Das habe ich einfach, ist natürlich der Vorführeffekt, aber sie sollen nicht zur Ausrichtung rein, sie sollen zur Beobachtung rein, weil ihr wollt sozusagen eure Geburtsstrategie nicht ändern. Also ich gehe auf Beobachtung und dann füge ich sie nochmal hinzu, zum Beispiel Geschäftsdienstleistungen, und dann nimmst du natürlich nur jetzt die Punkte. Ein Tipp so von mir ist, dass man erst nur die Oberpunkte hinzufügt und da, wo dann später die meisten Klicks kommen, da fügt man dann zur Beobachtung noch die Unterkategorien hinzu. Also in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen füge ich alle einzelnen hier hinzu. So, zack, zur Beobachtung. Und jetzt beobachte ich, dann kann ich in einer Woche wiederkommen und sehe dann, woher kommen eigentlich die meisten Klicks. Und kann dann, wenn ich sehe, das ist bei Unterhaltung, dann gehe ich bei Unterhaltung rein. Eine Woche später gehe ich hier drauf und füge individuell oder füge einzeln alle der Unterhaltung zu. Jetzt haben wir hier, ach, das ist Unterhaltungselektronik, meinetwegen. Dann würde ich sagen, okay, wo kommen eigentlich dann, damit ich dann ab dem Punkt beobachte, woher kommen die meisten, interessieren sich die meisten für Mobiltelefone, die auf unsere Website kommen, über unsere AdWords-Anzeigen. Und dann füge ich zur Beobachtung eben noch diese untergeordneten Kategorien hinzu. Jetzt habe ich hier ganz viele zur Beobachtung und wenn ich morgen reingucke oder übermorgen, dann sehe ich halt unter Keywords, wofür die Leute, wofür Google sie kategorisieren würde, die Leute, die hier rüber kamen, über SEO plus Firma sozusagen, dieses Keyword. Hier sehen wir schon so ein Plus-Keyword. Jetzt zeige ich das mal ganz kurz am Whiteboard. Ich hoffe, dass die Stifte hier gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf plus SEO, da kam gestern nämlich die Frage von dem Fabian plus Agentur. Wenn ich auf dieses Keyword buche, also sozusagen das jetzt zusammen, ja, das ist ein Keyword in einer Zeile, dann bedeutet das, das muss drin sein und das muss drin sein. Wenn ich das Plus weglasse, dann dürfte Google mich auch nur für SEO oder nur für Agentur ausspielen. Ja? Ich will mal ein bisschen von oben, sonst kann man mir in die Nasenlöcher gucken. Ich krieg das Ding hier oben. Komm hier, Maxi, das muss, darf nicht geschnitten werden heute hier. Wo willst du hin, Alter? Ja, aber was denn? Du musst aber hat es geklappt? Runter. Ja, klar, normalerweise schon. Ja, so. Ich cutte das dann nachher. Ja, aber hast du mich aber eben noch drauf? Ich hab dich noch drauf die ganze Zeit. Aber ja. Du musst also da nicht drehen. Das Ding so? Okay, warte. Du kannst oben, unten drücken. Und beim Drücken. Ach, beim Drücken, aber den beim Arm heben. Achso, ja. Ich dachte, der automatisch kippte das Teil. Ja, okay. Ich wollte eben nicht sagen, ich so, fuck, Alter. Aber wenn ich jetzt eben drauf, wenn ich ja, hier klar, drauf, du bist die ganze Zeit dann cut ich an der Stelle. Ja, ja. Okay, das ist gut. Okay, jetzt hast du mich wieder. Also, nochmal zusammengefasst, wenn das Plus davor ist, müssen beide Wörter in der Suchanfrage drin sein. Wenn das Plus nicht davor ist, dürfte ich nur für Agentur oder nur für SEO prinzipiell gerankt werden. Google versucht natürlich ein bisschen aufzupassen,
dass es relevant für mich ist. Aber normalerweise, da geht einiges schief. Also du wirst dann sehen, dass du auch für SEO sozusagen wird deine Anzeige ausgespielt. Du gibst mega viel Geld aus, das du nicht willst. Also dieses Pluszeichen hier ist super wichtig. Oder diese beiden Pluszeichen hier, die sind mega wichtig vor den einzelnen Wörtern. So, und wenn du dafür sozusagen deine Anzeigen kaufst, dann hast du hier einen Pool von Leuten und die interessieren sich ja alle für verschiedene Sachen, eben zum Beispiel für Dienstleistungen und so weiter. Und da ist zum Beispiel die Gruppe, die interessiert sich für Dienstleistungen. Man merkt, es sind 35 Grad, ne? Und hier sind die Leute, die interessieren sich auch für Haustiere. Und da gibt es immer Schnittmengen mit den Leuten, die eben das Keyword hier eingeben, ja? Wenn du nicht auf Beobachtung, sondern Ausrichtung gehst, dann dürfte Google in dem Moment nur noch die Schnittmengen, also diese Leute, die sich einerseits dafür interessieren, andererseits das Keyword eingeben, nur noch die dürfen angesprochen werden. Wenn ich auf Beobachtung gehe, dann darf ich alle ansprechen, alle, aber Google sagt mir am Ende in der Beobachtung, von den Klicks, die du erhalten hast, waren die Leute, die haben sich auch für Haustiere interessiert, zum Beispiel 3 von 4 haben sich für Haustiere interessiert und 1 von 4 hat sich für Haustiere interessiert und für Dienstleistungen. Genau, also dann sieht man sozusagen, wie verteilt sich auch das Interesse. Und später kannst du dann, wenn du beobachtet hast, Geburtsanpassungen machen und kannst sagen, ey, die Leute, die zum Beispiel sich für Dienstleistungen interessieren, die haben höhere Conversions. Du siehst ja auch die Conversions sozusagen und kannst sagen, ich möchte dann mehr auf die sozusagen bieten und die Gebote um zum Beispiel 20% nach oben anpassen. Und dann bietest du halt 1,20 Euro statt nur 1 Euro, wenn du 1 Euro als Standardgebot eingestellt hast. So, ich hoffe, ich konnte dir einiges erklären. Das Pluszeichen ist mega wichtig bei allen AdWords-Accounts. Und die Schnittmenge hier erreichst du durch Ausrichtung. Und wenn du aber beobachten willst, einfach weil es dich interessiert, das kann ich dir echt nur empfehlen, dann nimmst du die Beobachtung und dann siehst du nach einer Woche, wie kannst du sozusagen dann deine Gebote anpassen. Das können wir nochmal ganz kurz gucken. Die Anpassung, die Gebotsanpassung, müsstest du eigentlich auch bei der Gebotsanpassung dann hier unter Zielgruppen sehen, dass du dann hier, obwohl du nur beobachtest, also du hast keine Schnittmenge, es wird einfach nur geguckt, wenn du zum Beispiel einen Klick hast und derjenige interessiert sich für gar nichts von diesen Sachen, dann steht hier halt kein Klick. Dann bleibt das bei 0, aber beim Keyword wird der Klick um 1 hochgezählt. Aber was halt mega wichtig ist, dass du jetzt sagen kannst, okay, wenn jemand sich für Immobilien interessiert und der gibt SEO-Agentur ein, dann möchte ich 20% mehr bieten. Und deswegen macht man das auch mit der Beobachtung sozusagen. Ja? Genau. Ich hoffe, das hat man verstanden. Maxi, hat man das verstanden? Ja, ich dieses Gimbal noch nicht ganz, aber ansonsten hat man es auf jeden Fall mega verstanden. Ja, genau. Ja. Das Gimbal ist komplizierter als AdWords, ich sag's euch. Alles klar. Und der Maulwurf, Lord Schnecko, wollte auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss!